So. Komm zurück. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt hat er wieder keine Videodatei erstellt. Er stellt die jetzt wieder im richtigen Ordner. Ja, jetzt erstellt er die wieder im richtigen Ordner. Das ist es. Ich raff das nicht. Ich raff das mit dem Programm echt nicht. Der hat Shadowplay hat so Probleme bei Fensteraufnahmen und ich kann das Bild, ich kann das Spiel nicht im Vollbildmodus machen. Ich kann nur ein Vollbildfenster machen. So, dann ab in die Todesminen. Ich glaube, da ist ihm gerade zu viel passiert, als ich da runtergefallen bin. Ich hoffe gleich, das kann sein, dass das gleich nochmal passiert. Ich habe übrigens gesehen, dass der Part 1 leicht asynchron war. So, zack. Abgebaut. Das liegt daran, dass die zwei Parts zusammengestellt sind. Irgendwie ist das. Ich mache das mit Movie Maker. Ist das irgendwie so, dass die Teile da asynchron werden? Jetzt kann doch. Nee, ich nenne das natürlich mit Movie Maker zusammen. Ja, ich mache das. Ja. Aber irgendwie passiert das da immer. Keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Wo muss ich jetzt hin? Was bist du denn? Du siehst aus wie Französisch. So, Dankeschön. Wo ist der? Wo geht's denn jetzt hier weiter? Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ne. Hier, jetzt laufe ich in die richtige Richtung. So, hier rum. Okay. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ah, cool. Ich kann Zinn auch schon abbauen. Jawohl. Zinnerz kann ich auch schon abbauen. Perfekt. Ich weiß zwar nicht, wofür ich das brauche. Aber ich kann es abbauen. So. Das kann sein, dass es jetzt auch gleich wieder einen Cut gibt hier vom Dingsbums, vom Shadowplay. So. Und dann auf in die Todesminen. Da ist der Eingang. Und dann werden wir jetzt erfahren, was passiert ist. Vor 5 Jahren im Herzen der Todesminen. Ich muss immer jetzt nur oben auf die Kamera gucken, weil da ist ja das Lämpchen an. Und daran erkenne ich immer, ob die Aufnahme noch läuft oder nicht. Aber ich habe auch da auf dem anderen Bildschirm habe ich einen Ordner offen, wo das Video reingespeichert wird. Also wenn da auf einmal sich irgendwas tut, dann sehe ich das auch. Boah, was damals für eine Zeit war, als man noch einen Monitor hatte, ey. Es gibt keine Versteckmöglichkeit mehr, Van Cleef. Die Defias sind am Ende. Wir sind gekommen, um der Sache ein Ende zu setzen. Stellt euch, Feigling. Niemand darf die Bruderschaft herausfordern. Stoßhündchen, alle miteinander. Narren, unsere Sache ist gerecht. Sieg der Allianz. Ruhm für Sturmwind. Kehren wir zur Speckgruppe zurück, Verbündete, und informieren Gryan über den Tod Van Cleefs. Vanessa Van Cleef. Fatih? Gut, wir haben die Antwort bekommen, die wir haben wollten. Die Kamera oben. Jawohl, es läuft weiter. Gut, jetzt müssen wir wieder raus. Aus dem Todesmine.
Es ist doch mal ein Mädchen aufgetaucht auf einmal. Keiner wusste, wo sie herkam. Kann das sein, dass die Frau Hope die Tochter von Van Cleef ist? Gut, ich kenne die Antwort schon. Aber... wäre ja... eine interessante These. Und dann kam ich da hier weg mit dir. Kette. Ah, Vielseitigkeit und... wofür brauche ich denn Beweglichkeit? Was ist denn... das ist denn, was ändert denn Beweglichkeit? Schauen wir mal. Da. Nee, ist das... nee, ist die Stoffhose. Dich brauche ich nicht. Weg mit dir. Das ist die Kettenhose. Dann verliere ich Rüstung. Erhöht Angriffs- und Zaubertempo. Erhöht verursachten Schaden und Heilung und verringert erlittenen Schaden. Okay. Dann nehme ich das mal mit. Da. Namensplakett, wo habe ich denn jetzt drauf gedrückt? Namensplaketten von gegnerischen Einheiten ausblenden. Namensplaketten von gegnerischen im Kampf einblenden. Ja, okay. Ich drücke immer auf C aus Versehen, wenn ich halt die Karte aufrufen will. So. Das Versteck der Defias. So. Mal schauen, ob der mich da jetzt in Ruhe lässt. Nein, natürlich nicht. Was willst du von mir? Was ist dein Problem? Was ist mit dich? Zack. Zack. So. Ich weiß Bescheid. Jetzt schnell zurück. Ich glaube, dann sind wir auch, glaube ich, fast mit Westfall schon durch. Abflug. Braucht ihr etwas? Auf zur Speckkuppe. Es ist Holzfällerlager, da ist die Speckkuppe. Schönen Tag auch. Ausdauer. 30 Minuten, die Ausdauer um 2. Kann ich das jetzt benutzen? Nein. Was ist das? Was war das? So, 30 Minuten, mehr Ausdauer. Was kann ich für euch tun? Was? Van Cleef hatte eine Tochter? Ich hatte ja keine Ahnung, was Van Cleef eine Tochter hatte, Thronist. Wenn es etwas gab, in dem der Mann außerordentlich gut war, dann war es, Geheimnisse zu bewahren. Wie tragisch. Das arme Ding hatte eine schreckliche Tat mit angesehen. Hätte ich doch nur etwas geahnt. Was war das? Habt ihr etwas gehört? Scheint so, als ziehen sich die Knolle zurück. Wo sind meine Wachen? Passt auf, Thronist. Ziehe den Ehrenfreund. Das gefällt mir, Thronist. Bleibt wachsam. Hope bewegt sich. Ihr Bastarde werdet für eure Taten brennen. Hope war... Hope, wie die Hoffnung. Hätte ich Hoffnung hegen sollen, als ich sah, wie mein Vater von euren Spießgesellen geköpft wurde? Hoffnung ist ein grausamer Streich, den uns eine gefühllose, brutale Welt spielt. Es gibt keinerlei Hoffnung, es gibt nur Vanessa. Vanessa Van Cleef.
Hebt euch, Brüder und Schwestern, der Tag bricht an. Bindet sie fest. Admiral, euer Hut. Admiral Knurreißer, wer ist das denn? Danke, meine Liebe. Was euch betrifft, Thronist, so will ich euer Leben schonen. Ihr habt, wenn auch unwissentlich, viel zu unserer Stützung beigetragen. Doch bei unserer nächsten Begegnung stehen wir uns als Feinde gegenüber. Verratet mir nur eins, Vanessa. Weshalb musste die Bauernwirbels umbringen lassen? Ich hatte keine Wahl, Leutnant. Sie haben mich wiedererkannt. Der einzige Mensch der Welt, der überhaupt von meiner Existenz erkannte und mein Gesicht von meiner Kinderzeit. Blablabla. Also die hätten sie erkannt. Ich empfand keine Freude über ihren Tod. Lasst nichts als Asche zurück. Brennt die Speerkuppe nieder. Ah, da ist der Oger. Thronist, macht euch nach Sturm mit auf. Erzählt König Viren alles. Alles geht jetzt. Hi. Level 20. Ich kann nicht. Naja, gut. Wo ist denn das? Wo muss ich denn hin? Da. Braucht ihr etwas? Ich brauche einen Flug. Nach. Nee, wo ist denn Sturmwind? Mögen eure. So, dann fliegen wir schnell nach Sturmwind. Ja, ich bin Zeuge des Aufstiegs der Bruderschaft. Okay, jetzt sind wir im Wald von Elvin. Okay. Also, ich war jetzt im Wald von Elvin, war ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parts. Und in Westfall bin ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist jetzt der siebte, in dem wir Westfall abschließen. Tor von Sturm, im Wald von Elvin. Tor von Sturm, im Wald von Elvin. So, wir müssen jetzt zum König. Hoppala, ja. So, schärfen wir mal das eben. So, dankeschön. Na, so. Auf zum König. So, da geht's jetzt wieder. Ich bin mal ein bisschen weitergelaufen. Ich wollte auf jeden Fall noch euch dabei haben, wenn ich jetzt die Burg Sturmwind betrete. Die hat sich, glaube ich, auch enorm geändert zum Vergleich zu früher. So, ja. Ich habe auch keine FPS-Anzeige mehr jetzt gerade. Ich muss das Spiel vielleicht gleich einmal neu starten. So, auf zum König. Da ist eine Quest, die interessiert mich aber nicht. Da ist der König. Eine gerechte Sache ist es immer wert, für sie zu kämpfen. Willkommen in Sturmenkrieger. Ein König ist nur so her. Großadmiral Jess Tereth. Ich werde sofort ein Bataillon nach Westfall entsenden. Nun, da die Bruderschaft der Defias neu gegründet worden ist, ist die alte Bedrohung für das Königreich wieder auferstanden. Oh, mega, ein neues Schwert.
Rückkehr. Die Bruderschaft der Delphier sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, Thrawn ist. Was ihr da gesehen habt, war die Geburtsstunde einer skrupellosen Verbrecherorganisation, die vor nichts Halt machen wird, bevor Sturmwind nicht in Schutt und Asche liegt. Ich möchte, dass ihr zur Sperrgruppe zurückkehrt und Grind wissen lasst, dass wir ihm Truppen schicken. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. So. Ach. Ich möchte das andere Schwert jetzt haben. Danke. Und dann muss ich das mal eben einmal schärfen. Das soll aber nicht das Problem sein. Okay. Ich mache auf jeden Fall jetzt mehr Schaden. Oh, das ist ein schickes Schwert. Jetzt habe ich das Problem, ich habe jetzt den Ruhestein nicht. Also es kann durchaus sein, dass das Programm gleich wieder einen Schnitt macht. Dann werde ich auf jeden Fall zuerst zurückfliegen und dann, werde ich mich in Westfall wieder dazuschalten. So, mal gerade hinsetzen. Mal gerade hinsetzen. Oder gerade her. Pennt der hier? Jo, der pennt. Sieht aus wie eine Drachenrüstung. Ich guck grad, kann ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt rüber ins Handelsdistrikt laufen. Ich würde gerne, wenn es geht, möglichst lang. Ach ne, ich muss tatsächlich da rum. Ich muss da tatsächlich rüber. Und ich hoffe jetzt, dass es jetzt klappt. Ah. Eine Magierin. Ich bin Level 19, fast 20. Okay. Okay, hat jetzt geklappt. Irgendwie der Weg rein ist immer verkackt. Weißer Greif. Ich würde ja den schwarzen Greif nehmen. Oh, Gold sieht auch cool aus. Greifenhüter. Was kann ich heute für euch tun? Alter, 45 Gold. Wie viel willst du denn? Was kann ich für euch tun? Benötigt unerfahrenes Reiten. 3 Gold. Man sieht sich. Alter. Grüße. So, zurück zur Sperrgruppe. Für die Allianz. Und die Helden des Tals, der Helden, über die wir gerade weggeflogen sind, die sind, glaube ich, noch aus Warcraft 1 stammen, die, glaube ich, noch. Also Warcraft ist schon ein sehr, sehr weit gefächertes Universum. Nämlich so ein bisschen an Star Wars. Ich weiß gar nicht, ob Star Trek, vielleicht sind ja ein paar Trekkies unter euch, so ausgedehnt ist wie Star Wars oder Warcraft. Oder Diablo. Diablo ist ja genauso. Obwohl, ich glaube, Diablo ist nicht so breit wie Warcraft. Ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich mit den ganz langen Flügen? Werden die auch komplett gezeigt oder werden die übersprungen? Wenn ich quasi jetzt von hier nach, was weiß ich, ins Schlingendorn, südliche Schlingendorntal fliege. Oh, man sieht schon, die Sperrkuppe brennt. Ich bin wieder da. Zack. Ehre dem König, Freund. 5 Jahre Arbeit, innerhalb von 5 Minuten zur Asche verbrannt. Verfluchte Delphias. Und das ist erst der Anfang, Thrawn ist. Wir werden einen lang anstrengenden Weg vor uns haben. Erinnert mich so ein bisschen an Laschet jetzt zur Corona-Pandemie. Quests in Westfall. Es besteht kein Zweifel, dass die Delphias eine ernsthafte Bedrohung für das Königreich darstellen.
Aber wir können nicht so einfach deren Versteck betreten und hoffen, dass sich alles zum Guten wendet. Nein, ein Angriff auf die Defes erfordert Zeit und Planung. Überlass die Logistik mir. Unser Königreich hat auch noch andere Sorgen, gegen die umgehend etwas unternommen werden muss. Reist nach Osten über Elwin ins Rotkammgebirge und meldet euch bei Magistrat Solomon im Seehain. Ich lasse nach euch schicken, wenn wir bereit sind, die Defias anzugreifen. Ziehe den Ehrenfreund. Ah, dann wird es wahrscheinlich ein Raid sein. Ich brauche einen Flug. Holzwein. Schönen Tag. Was war jetzt die andere Nachricht? Ich habe eine dringende Nachricht. So, jetzt habe ich gesehen, die Quests sind fertig. Ich möchte gern die Errungenschaften sehen. Nein. Ach, hier unten sind, glaube ich, die Errungenschaften, ne? Genau. Schließt die folgenden Questgeschichten ab. Haben wir. Rotkammgebirge haben wir auch, habe ich auch schon erforscht. Aua, knack. Quest in Westfall. Die haben wir komplett fertig. Okay. Okay, gut. Kalimdor. Okay, da habe ich einiges noch vor mir. Ich will... Na gut, alle nicht. Battle for Azeroth. Schließt die Einführung in Kul Tiras ab. Was? Was bedeutet eigentlich die 5 hier? Na, Charakter. Okay, das habe ich schon mit dem Hexenmeister gemacht. Oh. Reicht sowohl mit Allianz als auch mit einem Hordencharakter die Höchststufe. Nö, mache ich nicht. Ich bleib Allianz. Legt an jedem Platz einen Gegenstand von mindestens überragender Qualität ab, der eine Mindeststufe von 310 hat. Mhm. Gut. Wo sind wir eigentlich gerade? Ah ja, hier sind wir. Hier ist das Rotkammgebirge. Hier muss ich gleich hin. Da haben wir auch dann da hinten schon einen Flugpunkt. Ja, dann lass mich doch jetzt da. Lässt er mich jetzt da raus? Lässt er mich jetzt hier raus? Lässt er mich jetzt hier raus? Bitte, 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 bitte. Nein, er lässt mich nicht raus. Oh Gott, gut, dann laufe ich gleich wieder zurück. Aber warum fliegt er denn so eine Schleife? Oh. Aber ich muss sagen, ich habe den Eindruck, es fahren tatsächlich deutlich auch weniger Züge draußen. Die Bahn hat ja auch den Verkehr eingeschränkt, weil ja nicht mehr so viele unterwegs sind. Ein positives hat es, Deutschland wird wahrscheinlich 2020 eine CO2-Ziele erreichen. Ja, aber ich habe nur gestern gehört, dass dieser Professor Drosten, der Chef-Virologe von der Charité, der hat gesagt, wenn es jetzt besser werden sollte und man lässt die Maßnahmen sofort wieder locker, dass sich das dann wahrscheinlich nicht, sondern dass sich das zeitlich nur verschiebt, die Pandemie, dass wir quasi dann jetzt einen Stopp haben und dass es dann im Winter wieder losgeht. Ich meine, er sagt zwar, das ist zwar ein guter Zeitgewinn für die Entwicklung eines Impfstoffs, aber es ist nur eine zeitliche Verschiebung, keine Lösung des gesundheitlichen Problems. So, ich mache an der Stelle einen Schnitt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.